Sie rangen der Nordsee ihren Lebensraum ab. Sie schützten ihr Zuhause mit Deichen. Sie wurden für ihre harte Arbeit belohnt. Sie waren fest in ihrem Glauben. Sie liebten die Musik. Sie beauftragten den Orgelbaumeister Arp Schnitger. Sie bestaunten seine gewaltigen Hightech-Instrumente. Wie die Orgel aufs Dorf kam und in die Gottesdienste.